Was würdest du tun? Vor diese Frage werden Besucher der Ausstellung Siebenmal Jung gestellt. Dahinter verbirgt sich der Verein Gesicht zeigen, der sich auf innovative Weise mit der Geschichte des Nationalsozialismus beschäftigt. Siebenmal Jung ist eine Ausstellung von Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland. Und Sie hören schon, wir sind hier unter der S-Bahn, in den S-Bahn-Bögen in Berlin. Wir haben gesucht, wo können wir einen Ort schaffen, an dem Jugendliche sich mit den Themen beschäftigen können, die uns wichtig sind, nämlich Diskriminierung, Antisemitismus, Ausgrenzung und was kann jeder dagegen tun. Wir glauben, jeder kann was dagegen machen, immer da, wo ich lebe, wo ich gerade bin. Und wir wollten einen Ort schaffen, um Jugendliche dazu einen anderen und einfacheren Zugang zu ermöglichen, sowohl in der Frage danach, wie ist das eigentlich heute in unserer Gesellschaft und wie war das eigentlich in Deutschland in den 30er Jahren. Die unterschiedlichen Motive der Räume widerspiegeln den heutigen Alltag, zeigen biografische Episoden aus Geschichte und Gegenwart. Es gibt inzwischen viele junge Leute, die haben keine Verwandten mehr, die ihnen davon erzählen können. Aber wir haben gesagt, wir wollen uns eigentlich auf Erfahrungen konzentrieren, wo der Anschluss, das Verstehen eigentlich aus einer heutigen Lebenserfahrung, die Jugendliche heute haben, sehr viel einfacher ist. Siebenmal Jung zeigt Erzählungen und Situationen, Einzelschicksale verschiedener Personen mit Kurzfilmen, Audiobeiträgen, Fotografien und Bildern. Aber wir haben gesagt, wir wollen uns eigentlich auf Erfahrungen konzentrieren, wo der Anschluss, das Verstehen eigentlich aus einer heutigen Lebenserfahrung, die Jugendliche heute haben, sehr viel einfacher ist. Und deswegen haben wir beispielsweise hier in der Ausstellung so etwas wie eine Tafel Schokolade. Das Team der Ausstellung führt mit den Jugendlichen in kleinen Gruppen demokratieorientierte Workshops durch. Denn es ist ja kein Ort, der einen anschreit, es ist ein Ort, der entdeckt werden will. Da haben wir fast durchweg sehr, sehr, sehr positive Rückmeldungen. Die Ausstellung hat mir gut gefallen. Ich finde, sie war definitiv mehr ansprechender auf mich als normale Ausstellungen, weil es einfach alles bunter gemacht wird und mit mehr Fernsehen sozusagen und mit mehr Farben. Und ja, ich fand es einfach interessanter gemacht so. Und dadurch möchte man auch viel mehr zuhören, als jetzt, wenn jetzt irgendwelche Papiere irgendwo rumhängen. Vielleicht kann die Ausstellung einen Beitrag dazu leisten, dass besonders Jugendliche künftig mehr Gesicht zeigen. Ich studiere jetzt seit über 4 Jahren in Berlin und arbeite seit über 3 Jahren in der Sexarbeit. Die ersten Erinnerungen, die ich habe, dass ich Sexarbeit machen möchte, waren, als ich im Firmenunterricht saß und dann die Frage aufkam, was wollt ihr denn später mal für einen Beruf ergreifen? Und dann war auf einmal dieser Gedanke da. Rund 200.000 Studenten leben und lernen in der Hauptstadt. Berlin ist bekannt als Studentenstadt und für sein Bildungsangebot. Ganze 104 Hochschulen und Universitäten gibt es in der Millionenstadt an der Spree. Circa 8.000 Männer und Frauen gehen in Berlin dem Beruf der Prostitution nach. Eine davon ist Annalena H., Prostituierte und Studentin in Berlin. Ich finde die Verbindung zwischen Studium und Sexarbeit überhaupt nicht stressig. Ich finde es sogar eher entspannend und ich würde es eher stressig finden, wenn ich einen studentischen Hilfsjob hätte oder so. Dann bin ich einfach mal im Bordell gegangen und habe das ausprobiert. Bezüglich dem Umgang mit meinen Gästen war das natürlich schon so, dass ich am Anfang deutlich mehr Lampenfieber hatte. Wenn man eine Prüfung hat, ja, so ein bisschen war das, diese Nervosität, dieses Lampenfieber, die war bei den ersten Kunden auf jeden Fall da. Was wir anbieten, das ist diese sogenannte Einstiegsberatung, Ausstieg, Umstieg. Und dann im Grunde genommen 75% unserer Arbeit neben der Dokumentation ist vor allem Beratung in sozialen Zusammenhängen. Also wie gesagt, Begleitung zu Ämtern, Sprachdienste. Wir haben sehr viele Frauen, die aus anderen Ländern kommen, die noch der Sprache nicht mächtig sind. Begleitung zum Arzt,
Begleitung zum Anwalt, Suche nach der Wohnung. Also eigentlich in dem Moment sind wir nicht viel anders als eine andere Beratungsstelle für Frauen in Notsituation, sage ich mal. Also meine Freundinnen und Freunde in Berlin wissen das schon alle. Ich lebe in einer Beziehung, mein Freund weiß das natürlich auch. Für das ist das auch voll okay. Also wie gesagt, für meine Berliner Freundinnen und Freunde auch. Die arbeiten zum Teil auch selber in der Sexarbeit. Das ergibt sich einfach mit der Zeit, dass man sich halt da so gegenseitig anfreundet. Einige der Frauen, die erstmal in der Prostitution tätig waren, haben auch soziale Arbeit nebenbei studiert. Und dann sind sie als Erste eben diejenigen, die diese soziale Arbeit bei der Beratungsstelle Hydra gemacht haben. Sehr viele Kolleginnen, die ich kenne, sagen von sich aus schon, ja, Prostitution hat mich empowered. Ich war vielleicht vorher schon emanzipiert, aber das hat mir noch ein Stückchen mehr geholfen dazu. Ist ja auch klar, wenn man zum Beispiel finanziell unabhängig ist, ist es leichter, die eigenen Lebensziele zu verfolgen. Obwohl das negative Bild der Prostitution noch in vielen Köpfen manifestiert ist, sollte sich deutlich vor Augen geführt werden, dass die Entscheidung zur Sexarbeit von vielen, nicht von allen, womöglich ganz bewusst geschieht. Schon recht, aber von mir aus, ja, mit den ganzen Plakaten, ich finde, das geht einfach so nicht. Ja? Da gibt es extra solche elektronischen Gedöne, Digitalsachen, gibt es die Litfaßsäulen, ja, und ich finde, da sollte dann auch wirklich da dran die Plakate dran gemacht werden, weil alles andere, das verunstaltet Berlin. Oder dann an den Straßenlaternen, die werden immer dicker und immer dicker, die Dinger, weil das niemand mehr abmacht, ne? Alle packen nur noch drauf. Es sieht einfach, meiner Meinung nach, es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber es sieht einfach scheiße aus. Ja? Und ich finde, da muss einfach Berlin was machen. Da muss das Berlin einfach machen. Es geht einfach anders nicht. Ja? Hoffentlich. Guten Tag, liebe Freunde von Straight Forward. An diesem schönen Frühlingstag befinden wir uns gegenüber vom Gollitzer Park und genießen die saubere Luft von Berlin. Und wie ihr schon bemerkt habt, ist direkt gegenüber das Lokal Gloria, hier in der Gollitzer Straße 42. Also, lass uns schauen, was uns erwartet. Auf geht's! Tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. So, Freunde von Straight Forward, wir sind hier mit dem Besitzer der Gloria Bar. Kannst du dich bitte unseren Zuschauer vorstellen? Danke, mein Name ist Maximiliano Paloquini. Ich bin Argentinier und bin vor anderthalb Jahren zusammen mit meinem Teilhaber von der Gloria Bar nach Berlin gekommen. Erzähl mir, Maximiliano, was ist das Konzept der Gloria Bar? Was bedeutet der Name Gloria? Und wie kam die Idee, eine Bar zu eröffnen? Erzähl mir ein bisschen darüber. Das Konzept von der Gloria Bar ist eine lateinamerikanische Resto-Bar, wo man verschiedene Latino-Getränke und Gerichte probieren kann. Sie kommen aus ganz Lateinamerika, aus Chile, Peru, Argentinien, Uruguay und Brasilien. Wir variieren ständig die Karte mit den Gerichten und Getränken, die wir anbieten. Unser bestes Getränk ist das chilenische Pisco Sour oder peruanische Pisco Sour. Wir wollten mit diesem Ort die ganze Kultur und die Geschmäcker von Lateinamerika nach Berlin bringen, vom Ambiente über die Getränke und Gerichte bis hin zur Sprache. Willst du noch ein paar letzte Worte sagen zu unseren Freunden hier von Straight Forward und auch zu allen TV-Zuschauern, die uns sehen?
Na klar, ich lade euch ein, unsere Spezialitäten zu probieren und die kulturelle Seite von Gloria kennenzulernen und zu genießen. Zum Beispiel haben wir heute ein Sarao mit Gedichten, Literatur und Musik, wo sich Künstler aus verschiedenen Teilen von Berlin treffen, die eine Verbindung zu Lateinamerika haben und die hier ihre Werke zeigen. Alle sind eingeladen, am kulturellen Austausch von Kunst und den Geschmäckern Lateinamerikas teilzuhaben und sich hier in der Gloria Bar wohlzufühlen. Sehr gut. An jedem ersten Dienstag des Monats hier in der Gloria Bar wird diese poetische Sarao stattfinden. Für alle, die es interessiert, ihr könnt herkommen, eure Kunst mitbringen, ihr könnt singen, dichten, alles, was ihr wollt. Also, ich verlasse euch jetzt und ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Mular. Caminar por las calles todas semejantes de una ciudad todas semejantes y observar las cornisas y su abismo celeste. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. No pienses así, Gaby, las cosas van a ir bien. Son techos de madera, techos de madera. Was für eine Nacht hier in der Gloria Bar. Viele Künstler, viele Dichter, viele spannende Momente. Ich hoffe, euch hat diese kleine Gewicht gefallen und nicht vergessen, die Gloria Bar zu besuchen, hier in Gollester Straße.